Breitzeit. Oh ja, klar, die hole ich mir auf jeden Fall. Für 2000 ist es ein richtiges Schnäppchen, weil die benutze ich ja am meisten. Die Breitzeitenkanonen. Jetzt haben wir kein Eisen mehr dafür. Alles klar, müssen wir Eisen holen. Stärke des Rammsporns für 12.000. Stärke der Kettengeschosse. Die benutze ich richtig massiven Schaden an den Sturm und stoppen den Gegner beim Einschlag. Die sind auch nicht schlecht. Muss man schon mal sagen, die machen ordentlich Kette. geben ordentlich Kette. Mörser habe ich auch. Ist jetzt Mörser. Wie benutze ich denn die Mörser? Das wollte ich vorhin gucken, jetzt habe ich noch nicht rausgefunden. Also hier siehst, ach guck mal, hier siehst du den... Stärke der Breitzeitenkanonen machen 16 Schaden, ach du meine Güte. Stärke der... Alter Schwede. Und Kugeln? Hui! Plus 15 könnten wir nochmal erhöhen mit 12.000, auf jeden Fall mache ich. Bestätigen. Ach du meine Güte, das ist ja heftig. Plan Elite-Rundkugeln. Oh, da brauchen wir noch einen Plan. Okay, also wir haben auf Deutsch schon die besten mit. Scharlachsegel. Das sieht nicht schlecht aus. Ne. Ja. Wittergalionsfigur. Phönixgalionsfigur. Ledersegel. Meerjungfrauengalionsfigur. Wasserspeiergalionsfigur. Bronzesteuerrad. Was gibt's noch so? Moment, wo haben wir? Blumensteuerrad. Was ist Blumensteuerrad? Phönixsteuerrad. Das sieht geil aus. Das Auge des Ozeans. Das ist auch nicht schlecht. Graue Segel. Schwarz-Rot-Segel. Blumensegel. Oh mein Gott. Rautensegel. Vergoldete Segel. Rauten. Elite-Segel. Auf Uplay Ende, ach, die kann man sich so gar nicht. Ach so. Schlange, eine Galionsfigur, für die eine Schlange darstellt. Galionsfigur von Alien Bolio, Queen Anne. Galionsfigur der Ranger. Okay. Ich guck mal jetzt mal ganz kurz hier so. Von der Aquila. Elite Steuerrad. Ja gut. Steuerrad von Queen Anne. Vergoldetes Steuerrad. Steuerrad der Aquila. Was sind die Aquila? Das ist irgendein Schiff gewesen. Das weiß ich, aber ich weiß nicht mal, welches Schiff das war. Steuerrad der L. Ja, das ist, naja gut, das ist ein bisschen weiß für ein Piratenschiff. Elite-Galionsfigur. Das ist doch. Naja. Doch, auch geil. Obwohl ich dann ganz ehrlich, ich würde dann sogar. Galionsfigur der Ranger vorziehen. Die gefällt mir irgendwie. Okay, muss ich... Ah, okay. Muss ich ein bisschen machen. Ja, als nächstes würde ich sagen, wir holen uns erstmal Ledersäge, so ein schönes. Wie kostet das? Ah, ist ja teuer. Hm, schade. Schade, schade, schade. Phönix Galionsfigur. Ja, gut, nee. Lass mal, okay. Dann lassen wir das alles bleiben. Und kehren zum Schiff zurück. Und wollen mal schauen, wie unser Schiff jetzt ausgerüstet ist. Obwohl, so viel haben wir ja nicht gemacht. Wir haben ja eher so die Kanonen und so verstärkt. Aber vielleicht kriegen wir mehr Kanonen. Wunderschön. Na dann, wollen wir noch mal... Abstellung-Herausforderung. Ach siehst du, wir haben ja noch ein paar Cheats freigeschaltet. Ich weiß zwar nicht, was Cheats genau sein sollen. Wo komme ich denn da hin? Fortschrittsanzeige. Jetzt komme ich darüber hin. Hauptsequenz 35%. Nebenmissionen, Fundstücke. Ach du meine Güte, wir müssen mal hier ein bisschen mithalten. Guck mal hier, die Hauptsequenz ist schon bei 35%. Maya-Stil, Nebenaktivitäten. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen, also... Nee, das kann ich so nicht hinnehmen. Also wir müssen mindestens 50, alles zu 100%, also alles gleich viel haben. Da können wir noch ein paar Kisten plündern hier. Auch nicht schlecht. Die sind wahrscheinlich von der Mission gerade da. Nehme ich natürlich sofort mit. Was bist du denn? Ein Schoner Stufe 8. Da probiere ich doch gleich mal mein Rammsporn dran aus. Ich will es einfach mal rammen. Das macht Spaß. Rammen.
Ich treib gleich noch was. Bam. Und Endom. Das ging einfach. Habe ich nicht gerade... Eigentlich dachte ich, ich habe es gerade... Na okay. Dann, wie euch geht das Pulver aus, Leute? Wir haben gewonnen. Wir haben es gerammt. Wir haben nicht mal Schaden beim Rammen verloren. Übrigens krass, ey. Wir haben es gerammt, haben einmal drauf geschossen und das war's dann. So. Jetzt machen wir noch einen kurzen Kampf hier. Ich komme noch nicht ran. Na komm her. Weg mit dir. Da ist noch einer. Nein. Ach Mist. Ich dachte, ich komme drauf. Egal, auch nicht schlimm. Wir müssten ja theoretisch eigentlich hochkommen. Natürlich hat er mich gesehen. Ich kam ja nur nicht von hinten. Bam. Das ist wunderschön, das ist wunderschön. So, das heißt, wir haben kein Leben verloren, unser Schiff hat kein Leben verloren, unsere Crew hat kein Mitglied verloren, soweit ich es gesehen habe. Und dann kriegen wir eins dazu jetzt. Oh, wir haben auch keine Zustimmung verloren. Checkdoor nicht reparieren. Ja doch, was muss ich da machen? Den können wir jetzt fort aufnehmen. Naja, gut. Verkaufen Sie den Rum und Zucker an den Hafenmeister. Bekanntheitsgrad verringern. Kommt mit oder sterbt. Wunderschön. So, dann schauen wir mal ganz kurz hier, was gibt's hier noch so zu tun. Ja. Ist doch auch mal cool. Ist so eine Aufnahme hier so, hier, Treibgut. Cumberland Bay. Was? Es gibt... Ach ja, man sieht hier Fundstücke. So, dann gehen wir mal dahin. Und tun einfach mal... So, so weit ist das weg. Das ist krass. Wir müssen einmal kommen. Aber wenigstens fahren wir damit im Wind. Wir haben auch Warenarbeiter zum Schiff aufrüsten, habe ich gerade gehört. Ich will aber so ein kleines, wendiges Schiff behalten. Das habe ich noch so ein bisschen so den... warum? Weil ich habe das Gefühl, wenn wir noch mehr erbeuten, also unser Schiff noch mehr ausrüsten, wenn wir wollten, dass wir dann im Endeffekt auch so ein riesen Kloppy-Schiff kriegen, was ich eigentlich gar nicht möchte. Ich möchte lieber so ein kleines, süßes, was übelst draufhauen kann. Also so ein... Ninja halt so, so ein kleiner Ninja. Hey, lululu. Bah! Ich muss dich mal schießen, ey. Krass, ich musste nicht mal schießen. Habe ich keine? Doch. Na los, komm her, ich warte, bevor meine Crew da ist. So. Letzte gehe ich auch noch, komm, der letzte geht auch noch mehr. Jawohl, alle fünf gekillt, so will ich das sehen, so macht Captain Kenway das. Woo! Oh yeah! Das Problem war, ich weiß gar nicht, was ich hier wirklich machen soll mit den Schiffen jetzt, aber... Bekanntheit, sich das Einzige, was ich machen kann, ist Bekanntheitsgrad verringern eigentlich. Aber was will ich schon mehr? Es sei denn, ich könnte natürlich auch komplett versinken, aber ich kriege nicht alles. So. Das war so frei. Sind ja auch nur Menschen. Und dann geht's weiter. Was haben wir denn da vorne? Ah, der 36er ist unschön. Wirklich unschön.
lege ich mich nicht so gern mit an. So, knapp um den Felsen herum. Level 11er, Level 8er. Habe ich gar nicht noch eins gesehen. Dann rammen wir das Schiff halt einfach wieder voll Kanne. Da muss ich halt ein paar Schüsse mehr tun, ist auch nicht schlimm. Das da hinten ist weit genug weg, das können wir uns dann nachholen. Und wir... Ich schlenke am besten gleich rum. Ja, ich schlenke einmal um das Schiff. Aber so ist echt krass, also so Level 11er und so, kriegt man richtig schnell down. Und wie ich vorhin gemerkt habe, die Level 17, das sind auch kein Problem mehr für uns. Also wir werden schon langsam richtig gut. Sobald die Level 36er kein Problem... Ich glaube, Level 36er ist das Schwerste, was du auf dem Meer so findest. Weil die Level 60er habe ich wirklich nur einmal in der Mission gesehen. Wir haben jetzt schon Typen verloren. So, der da noch. Na komm, einfach mal da noch einen. Dann halt nicht. Drauf. Und geh down. Weg damit. Und der nächste, bitteschön. Gute Nacht. Stolen habe ich nichts mehr, oder wie? Dann blünde ich den einmal ganz kurz. Oh. Geht gar nicht. Ich dachte, man kann auf Schiffen eventuell auch blündern, aber... Ne, geht nicht. Gegnerische Crewtüten 5 von 5. Wir werden richtig gut, vor allen Dingen werden wir mit so einer Knete einfach mal nur in unsere Bucht zurückkehren und dann natürlich später, man weiß es nicht, man weiß es ja noch nicht, ob wir später nach Frankreich zurückkehren werden, aber momentan sieht es wohl eher nicht danach aus und natürlich verringern wir unser Aufsehen. Wir wollten ja nur das Zeug haben. Die Leute können ruhig gehen. Es ging uns ja einzig allein um die Beute. So, und während wir da hinsegeln, holen wir uns auch den Elfer da. Ach nee, das war der 8. Habe ich gerade den Elfer gekillt oder was? Warum ist der Elfer? Ach, deswegen konnten wir den nicht so einfach rammen. Der hat ausgewichen. Ist klar. Gut, okay. Gut, der Beuten wäre hier. So. Und dann geht's da zum Elfer. 8er. 11 und 80er. Siehst du, Riesenschiff ist eigentlich auch böse, ne? Hast bist du ein kleiner Seefahrtsmann eigentlich, was weiß ich, tust nur ein bisschen Wolle vorbringen, auf einmal siehst du so ein Riesenschiff, also im Vergleich zu dem sind wir ja doch schon recht groß, auf dich zurasen und wirklich, du bist dir zu 100% sicher, dass das Ding dich einfach rammt. Denkst du dir aber auch erstmal, So! Sich mal die Kanone ausprobieren. BAM! What the? BAM! Und guten Nacht. Schiff? Jeha! Das geht echt geil bei den Kleinen. Allerdings werft die halt nicht, auch nicht viel ab, gell? Die Level 17er sind ja schon profitabler. Profis sind das sozusagen. Profis-Tabler. Und entern! Jetzt müssen wir unser Schiff reparieren. Schiff ändern. Und wir springen gleich rüber. Boah, was war denn das? Haben wir den einfach mal zum Boden gerubbt, den einen. Los, komm, bevor unsere Mannschaft da ist. Ich will jeden Kill kriegen. Wir haben wirklich jeden Kill gekriegt. Geil, die sind nicht mal an Bord gekommen. So macht ein Captain das. Woo! Ah, ich hab den 8-Bell noch gar nicht kämpfen sehen. Oder Adel. Ich glaube, der wollte nur Adel genannt werden. Rum, Zucker, Feuerwasser und ein Crewmitglied. Jackdaw reparieren. Hui! So. So, warte mal. Da haben wir noch, da drüben haben wir noch einen. Was bist du denn? Level... Ach komm, wisst ihr was?
weil ich so übermütig jetzt einfach mal werde. Ja, ich weiß, es ist übermütig, ich sehe das selbst ein, aber ich habe gerade einfach Bock dazu und ich will mal sehen, was passiert, wenn ich dieses Schiff da ramme. Wenn ich in so ein Riesenschiff direkt reinfahre. Ich muss beiwenden, beidrehen. So, rein und bam!